Hallo, liebe Pilzfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht es um eine der schönsten gefärbten Arten überhaupt, zumindest meiner Meinung nach, und zwar geht es um den Oranspecherling. Wo und wann kann man denn den Oranspecherling finden? Ja, der Oranspecherling ist ein Folgezersetzer, den man in den verschiedensten Waldarten und sogar in Gärten oder auf parkähnlichen Flächen finden kann. Die Art bevorzugt dabei eher sandige oder lehmige Böden und kann seltener sogar auch auf Holzabfällen, zum Beispiel auf alten Holzlagerstätten, erscheinen. Ebenfalls häufig erscheint der Oranspecherling auf Waldwegen, Lichtungen oder an Wegesrändern und wächst dann in der Regel direkt aus der Erde. Finden kann man den Oranspecherling grundsätzlich vom Sommer bis in den späten Herbst hinein. Hauptsaison hat der Oranspecherling in der Regel aber von September bis zum ersten harten Frost. Bei einem besonders milden Start in den Winter sind aber auch noch Funde bis weit in den Dezember hinein möglich. Unseren spätesten Fund der Art hatten wir dabei am 10. Dezember 2022. Insgesamt ist der Oranspecherling eigentlich alles andere als selten. Bei uns in den Landkreisen Mühldorf und Altötting in Oberbayern gab es aber im Zeitraum 2019 bis 2021 kaum bis keine Funde der Art. Und das, obwohl sich die Art in den Vorjahren eigentlich regelmäßig hat finden lassen. Erst im Herbst und Spätherbst 2022 tauchte die Art dann auch bei uns endlich wieder auf. Wie sieht's denn mit dem Speisewert und der Verwendbarkeit aus? Der Oranspecherling ist ungiftig und könnte theoretisch verzehrt werden. Allerdings fällt das Fleisch der Art vollkommen geruchs- und geschmacksneutral aus. In der Regel wird die Art deshalb maximal als Salatpilz oder als Farbklecks in einem Pilzgericht empfohlen. In einem Salat kann der Oranspecherling zum Beispiel den Geschmack des Dressings annehmen. In einem Mischgericht fällt der Oranspecherling wiederum durch seine Farbe positiv und durch den fehlenden Geschmack, der dann durch die anderen Pilze überdeckt wird, zumindest nicht negativ auf. Auch wenn der Oranspecherling zu den ganz, ganz wenigen roh verzehrbaren Wildpilzen gehört, ja, kann man das nicht überall empfehlen. Gerade in Fuchsbandwurm-Risikogebieten sollte man da ein bisschen aufpassen und den Oranspecherling plus minus eher vielleicht nicht roh verzehren. Wird der Oranspecherling zum Beispiel als Salatpilz verwendet, dann kann die Art kurz mit kochendem Wasser überbrüht werden, um eben zum Beispiel den Fuchsbandwurm abzutöten, der sich theoretisch auf den Becherlingen befinden könnte. Wie sieht der Oranspecherling denn eigentlich aus? Ja, der Oranspecherling bildet in der Regel 3 bis 6 cm große, schüssel- bis kelchartig geformte Fruchtkörper aus. Bei besonders guten Wuchsbedingungen sind seltener, aber auch deutlich größere Durchmesser von bis zu 12 cm möglich. Die Fruchtkörper können dabei einzeln erscheinen, aber auch in größeren Gruppen wachsen. Die Innenseite der Oranspecherlinge ist orange-gelblich bis orange gefärbt. Außen ist die Art meist deutlich blasser, orange-weißlich gefärbt. Vor allem bei jungen Fruchtkörpern fällt die Außenseite gerne etwas körnig bis gleich aus. Ältere Fruchtkörper wirken hingegen kahl. An der Anwachsstelle kann der Oranspecherling selten ein kurzes, stielähnliches Gebilde besitzen, das dann auch etwas im Substrat zu wurzeln scheint. Meist fehlt der Stiel aber komplett. Das Sporenpulver der Oranspecherlinge ist weißlich bzw. transparent gefärbt. Das Fleisch der Oranspecherlinge ist orange-weißlich bis orange-gelblich gefärbt und besitzt eine brüchige, wachsartige Konsistenz, die man durchaus mit der Konsistenz von Morcheln bzw. Morchelbecherlingen vergleichen kann. Mit Kalilauge reagiert der Oranspecherling nicht. Die Oranspecherlinge sind leider vollkommen geruchs- und geschmacksneutral. Im Gegensatz zu den allermeisten essbaren Wildpilzen könnten Oranspecherlinge, wie beschrieben, zumindest theoretisch auch roh verzehrt werden. Wie sieht es denn mit den typischen Verwechslungspartnern vom Oranspecherling aus? Ja, grundsätzlich würde ich persönlich den Oranspecherling plus minus für so gut wie unverwechselbar halten. Es gibt aber sowohl ähnlich bunt gefärbte Arten wie auch weniger farbenfrohe, aber dafür ähnlich geformte Becherlingsarten.
Besonders farbenfroh sind zum Beispiel die verschiedenen Pracht- bzw. Kelchbecherlinge, wie der hier zu sehende zinnoberrote Prachtbecherling, aber auch Arten wie der scharlachrote Kelchbecherling oder auch der Lindenkelchbecherling. Alle genannten Arten sind typischerweise aber leuchtend rötlich und nicht orange gefärbt. Gerade vom zinnoberroten Prachtbecherling gibt es aber auch eine orange Form, ja, und gerade die wäre ähnlich. Allerdings ist diese orange Varietät sehr, sehr selten und wird so gut wie nicht gefunden. Besonders von der Form her ähnlich sind vor allem Arten wie der Riesenbecherling oder auch der Buchenwaldbecherling. Diese Arten sind aber eher schlicht gefärbt und besitzen weiß-bräunliche bis cremeweißliche Farben, ja, und kommen damit nicht an die tolle Farbgebung der Orangebecherlinge heran. Ja, und dann gibt es auch noch seltene Arten wie den fleischroten Galeertrichter oder auch den leuchtenden Prachtbecherling, die regional selten oder sogar sehr selten sind. Diese Arten konnten wir leider noch nicht finden, weshalb wir diese Arten hier leider nicht im direkten Vergleich zeigen können. So viel also zum Orangebecherling. Gerade farblich eine wirklich wunderschöne Art. Mich würde jetzt interessieren, habt ihr bezüglich des Vorkommens der Art die gleichen Beobachtungen gemacht wie wir? Bis 2019 konnten wir den Orangebecherling durchaus regelmäßig finden. Danach machte die Art bei uns in der Region eine ausgedehnte Pause und traute sich erst wieder 2022 vor die Kamera. War das bei euch genauso? Habt ihr auch das Gefühl, dass der Orangebecherling 2022 ein besonders gutes Jahr erwischt hatte? Mir persönlich sind diesbezüglich gerade in den verschiedenen Pilzgruppen auf Facebook deutlich mehr Bestimmungsanfragen zur Art aufgefallen als in den Vorjahren. Schreibt uns diesbezüglich eure Erfahrungen zur Art gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit den restlichen Detailaufnahmen der Art. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.